Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen bei Upperflow Capital zu einem neuen Video. Und ich habe es ja gestern schon angeschnitten, die Superreichen, der US-Steuerleak und so weiter. Und das Thema wurde in den breiten Medien mal wieder wunderbar ausgeschlachtet. Überall konnte man Artikel, News und irgendwelche Videos und so weiter sehen. Auch in der Tagesshow, die ich ja gestern eigentlich noch gut hingestellt hatte, weil sie eben diese Einkommensteuer eben herausgestellt haben. Aber zeigt sich eben, dass viele Nachrichtenportale auch immer wieder gesagt haben, die zahlen keine oder kaum Einkommensteuer. Und dann wurde das einfach gleichgesetzt mit, sie zahlen gar keine Steuern. Und ja, finde ich so ein bisschen cool, wenn man sich das mal anguckt. Das sind so die Steuern, die man überall bezahlen muss, die anfallen. Und dann wird hier oben geguckt, Lohn- und Einkommensteuer, die bezahlen die nicht. Also gilt das ganze System für die nicht und die bezahlen keine Steuern. Davon mal abgesehen, dass die natürlich auch Unternehmen haben, die überall, wenn sie irgendwelche Sachen absetzen, verkaufen, zusammensetzen und einen Mehrwert dann entwickeln, überall Steuern zahlen müssen und auch zahlen. Aber ja, da wird dann auf privater Ebene geguckt und da wird dann auch nicht der Konsum auch nochmal angeguckt. Das heißt, wenn die Grundstücke kaufen, fallen Steuern an. Wenn die sich irgendwelche Sachen kaufen, fallen natürlich Steuern an und so weiter. Aber dieses ganze Steuersystem gilt für die nicht. Es wird nur hier oben hingeguckt, Lohn- und Einkommensteuer. Ah, die bezahlen die nicht, also sind es Verbrecher und Betrüger und dieses ganze Steuersystem zählt für die nicht und die bezahlen keine Steuern. Und finde ich, wie gesagt, sehr, sehr absurd. Auch, wie gesagt, dann werden hier solche Artikel ausgegraben, wo dann nochmal herausgestellt wird, ja, Jeff Bezos bezahlt nur ganz minimal Steuern und Elon Musk hat ja gar keine Steuern bezahlt, was soll das denn? Und ja, wenn man sich da mal anguckt, wie Elon Musk eben vergütet wird, dann sieht man hier, er bekommt 11 Milliarden Dollar in 2020, aber all in Tesla Stock Options. Das bedeutet, er bekommt 0 Euro Gehalt und Lohn, also 0 Euro Einkommen, aber 11 Milliarden Kapitalerträge. Und jetzt sollen die Einkommenssteuern erhöht werden, damit Elon Musk mehr Geld bezahlt, obwohl er nur Kapitalerträge bekommen hat, darauf Steuern zahlt. Also, wenn man sich die ganze Sache einfach mal umdreht, wird es noch absurder. Man stellt sich jetzt einfach mal vor, Jeff Bezos und Elon Musk tun sich zusammen und sagen, das breite Volk bezahlt viel zu wenig Kapitalertragsteuern. Dann sagt das Volk, aber Moment mal, wir haben doch gar keine Aktien. Und dann sagen Jeff Bezos und Elon Musk, stimmt, die Kapitalertragsteuer muss jetzt erhöht werden. Also besser geht's eigentlich nicht. Es ist einfach komplett irrsinnig und komplett absurd. Und wenn man sich hier auch nochmal diese gesamten Sachen anguckt, wie gesagt, die zahlen wenig Einkommensteuer, weil sie wenig Gehalt bekommen oder wie Elon Musk zum Beispiel gar keins, bezahlen dafür aber sehr, sehr viel Kapitalertragsteuer. Und anstatt jetzt gesagt wird, wir müssen irgendwie das System ändern oder irgendwas anpassen oder die Kapitalertragsteuer zu erhöhen, wird jetzt gesagt, wir müssen die Einkommensteuer erhöhen. Macht absolut gar keinen Sinn und würde im Endeffekt wieder nur den normalen Bürger, also das breite Volk, dann betreffen. Absolut genial. Und das ist noch nicht mal das Schlimmste von der ganzen Sache. Den Vogel hat wirklich Dirk Müller abgeschossen. Ich werde das Video nicht abspielen, weil ich hier sonst Angst um einen Strike oder sonst was haben muss. Ich habe hier mal ein kleines Transkript geschrieben und wir sehen hier schon, in Violett ist quasi das, was wirklich mit dem Thema zusammen hat. Und Gelb ist dann wieder irgendwas, ja, was einfach mal irgendwo gelesen, aufgegriffen wurde, in den Mixer gepackt wurde, schön durchgerührt wurde und dann in die Kamera verteilt wurde. Also er geht hier eben darauf ein, dass sie praktisch keine oder so gut wie gar keine Steuern bezahlen. Da ist jetzt dann auch wieder die Frage, auf welche Steuer bezieht er sich? Wahrscheinlich auf die Lohn- und Einkommensteuer. Denn Kapitalertragsteuer bezahlen sie ja und auch wenn sie konsumieren, bezahlen sie ja auch Steuern. Dann wurde hier die Aussage in den Raum gestellt, man hat es ausgerechnet und die bezahlen nur 3 bis 4% von ihren Einkommen in Steuern. Da ist jetzt auch wieder die Frage, in welche Steuer wird es hier einkategorisiert? Also 3 bis 4% Einkommenssteuer würde ja ungefähr hinkommen. Aber ja, wenn es hier die gesamte Steuer sein soll, dann frage ich mich, von wem er hier redet und welche Steuern dann eben zugute gezogen wurden. Also diese Aussage kann irgendwie stimmen, aber lässt eben auch wieder sehr viel Interpretationsspielraum und macht in dem Sinne, wenn man sie einfach nur so hinstellt, wirklich gar keinen Sinn. Dann hier noch zum vorletzten Punkt, was zum Thema gehört. Das heißt, sie beteiligen sich überhaupt nicht an der Finanzierung des Staates. Ist dann wieder die Frage, ob das auf privater oder auf Konzernebene geschieht. Also
die Aussage ist, so, egal auf welcher Ebene man das sieht, falsch. Denn sie bezahlen, wie gesagt, Kapitalertragsteuer, die Unternehmen bezahlen überall an ihren Lieferkettensteuern, Mehrwertsteuer und so weiter. Überall werden dort Abgaben an den Staat geleistet. So, und dann wird hier, wie gesagt, alles durcheinander gerührt. Dann geht es eigentlich nur noch um Konzerne. Also vorher ging es eben um Steuerhinterziehung, Steuerbetrug von Privatpersonen, eben Jeff Bezos, Elon Musk, die Superreichen. Und dann wird hier eben einfach nochmal die Unternehmensebene mit reingerührt. Dann wird hier gesagt, ja, es gibt hier so viel Lobbyarbeit und Gesetzesentwicklung und so weiter, was richtig ist auf Unternehmensebene, aber die privaten Steuern wurden seit Jahren nicht angefasst. Also keine Ahnung, was das hier damit zu tun hat. Dann wird hier einfach auch mal komplett aus dem Kontext Starbucks mit reingerissen, wo überhaupt keine Schlagzeile in den letzten Wochen entstanden ist. Und dann wird hier eben gesagt, ja, die verwenden halt das Geld, was sie hinter der Steuer vorbeigeschleust haben, für Marketing, für Werbung und so weiter. Und die ganzen anderen Läden können das halt eben nicht. Wo ich mich frage, warum können die das nicht? Das sind ganz normale Werbungskosten oder sonstige Sachen, in dem Sinne, die man auch in der Steuer abschreiben kann. Also in dem Sinne kann sich das jedes Unternehmen leisten. Dann ist hier nochmal so ein kleiner Satz mit, der zahlt seinen vollen Steuersatz, seine Mitarbeitergehälter und so weiter. Ja, ist dann halt die Frage, wo das Unternehmen ansässig ist und die Steuern bezahlt. Je nachdem, ja, kann man dann eben mit diversen Firmenkonstrukten in einigen Ländern zum Beispiel nichts bezahlen und dieses Mitarbeitergehälter, vielleicht bezieht sich das auch noch auf die ja, Corona-Hilfen, wer weiß. Und dann wird hier gesagt, es wird, die werden immer größer, weil sie ja eben so viel Steuern sparen und das dann wieder reinvestieren können. Und ja, sie zahlen dann auch immer weniger Steuern oder prozentual eben ja, weniger, noch weniger, immer weniger. Und dann ist auch wieder die Frage, worauf sich das bezieht, wie das gehen soll. Und auch wieder konträr zur Aussage hier oben, Starbucks schafft es, keine Steuern zu bezahlen, die Steuer komplett zu umgehen. Und dann wird hier aber gesagt, ja, je größer die werden, desto weniger Steuern bezahlen die. Also bezahlen die jetzt doch Steuern und das wird immer weniger. Also sehr, sehr komische Aussage. Dann wird hier auch wieder gesagt, ja, die Milliarden und die Billionen, die sie halt verdient haben, die spenden sie dann einfach, beziehungsweise das wird halt an der Steuer vorbeigetragen. Soweit ich weiß, kann man Spenden auch in der Steuererklärung angeben und auch gegenrechnen. Also das könnte natürlich auch ein Punkt sein, der dann über die Gewinne des Unternehmens natürlich finanziert wird. Das kann natürlich stimmen. Allerdings kann man auch einfach im laufenden Jahr spenden und das dann in der Steuer einrechnen. Also ja, auch wieder so ein Punkt, der einfach nur mal irgendwo aufgegriffen wurde und sich toll anhört. Und dann, ja, wie gesagt, wieder dieses, ja, nee, sie zahlen keine Steuern und schleusen das halt alles an der Gesellschaft vorbei und entscheiden selbst, wo das Geld hingeht mit Steuern und so weiter. Und ja, natürlich, wenn man die Möglichkeit hat, dann ist es doch viel besser, die Steuern zielgerichtet einzusetzen. Ich meine, wir in Deutschland oder auch gerade die Leute in Berlin, ja, beschweren sich über Kita-Plätze, die nicht da sind, über Straßen, die brach sind und so weiter. Und wenn jeder von uns die Möglichkeit hätte, zielgerichtet dort Steuern hinfließen zu lassen, damit die Gehwege zum Beispiel besser sind, damit jeder einen Kita-Platz bekommt oder so, warum sollte das unbedingt verwerflich sein? Also ja, sehr, sehr komisch. Und dann hier auch mal diesen Könige und Herrscher. Soweit ich weiß, leben wir halt in einer Demokratie, was das alles mit dieser ganzen Umverteilung und sowas halt alles sehr, sehr schwierig ja, macht. Und da kann auch kein Unternehmen sich quasi über das Recht im eigentlichen Sinne stellen und irgendwelche eigenen Gesetze oder sonstige Sachen durchbringen und mit dem Geld und mit dem Politik, mit dem Finanzhaushalt im Unternehmen eben machen, was man will. Dann wird ja auch nochmal gesagt, ja, das Geld wurde legal hinterzogen und das kann natürlich stimmen über irgendwelche internationalen Firmengeflechte und so weiter, über Steuererklärung und so weiter. Aber da ist dann auch die Frage, ich habe mal recherchiert, das Vermögen von Dirk Müller wird auch auf 10 Millionen Euro geschätzt und da wurde bestimmt auch einiges über Steuererklärung und so weiter zurückgeholt, über diese Werbungskosten und so weiter, die man hier komischerweise den Unternehmen eben angekreidet hat. Und ja, da ist dann halt auch wieder die Frage, inwiefern das legal hinterzogen ist und wie schlecht das dann ist, weil wir alle holen uns auch über die Steuererklärung zum Beispiel
was zurück. Und hätten wir die Möglichkeit, über irgendwelche Firmenkonstrukte oder sonstige Sachen halt noch mehr von der Steuer abzusetzen oder gegenzurechnen, würde das jeder einzelne Mensch natürlich machen. Deswegen ist es auch wieder so eine Aussage, die sich super anhört, aber hier in dem Thema eigentlich nicht so viel verloren hat. Dann wird hier eben auch nochmal damit gespielt, dass das System dann eben nicht verändert wird, sondern dass die Behörden jetzt eben den jagen, der diese Informationen veröffentlicht hat. Und ja, natürlich, ich meine, wie gesagt, gerade Dirk Müller, 10 Millionen Euro Vermögen, macht jedes Jahr wahrscheinlich auch seine Steuererklärung. Wäre das cool, wenn einfach von dem Herrn Müller die Steuererklärung veröffentlicht wird? Würde der das einfach so hinnehmen und sagen, ja, ist ein öffentliches Gut und fällt nicht unter Datenschutz und so weiter? Also kann ich mir kaum vorstellen, zumal der Herr Müller sich auch immer wieder aufregt über Einschränkungen der Privatsphäre, dass man bei Goldkäufen über 2000 Euro zum Beispiel seine Personalien hinterlegen muss und so weiter. Und jetzt stellt er sich so hin von wegen, alle haben das Recht, alles zu erfahren. Und jetzt wird hier quasi dieser Verstoß gegen das Datenrecht, gegen die Privatsphäre halt einfach als notwendiges Übel und als vollkommen okay hingestellt. Finde ich halt ein bisschen zweischneidig, also ein bisschen sehr, sehr komisch. Dann wird ja auch nochmal gesagt, ja, und natürlich wird nur zu unserem Besten dieses Geld von den Konzernen dann halt eingesetzt, was hinter der Steuer weggeschleust wurde, um zu spenden und irgendwelche Sachen halt aufzubauen, ohne Eigeninteresse, was natürlich auch wieder vollkommener Mist ist. Jedes Unternehmen, jede Privatperson hat eben ein Eigeninteresse, deswegen, also auch wieder, hört sich halt einfach toll an, aber hat hier in dem Thema auch nichts verloren. Und dann der letzte Punkt, der wirklich sogar nochmal was mit dem Thema zu tun hat. Die sagen ja auch, wir möchten mehr Steuern bezahlen, aber sie können es ja tun. Sie müssten nur bezahlen, aber sie zahlen keine Steuern und sagen, nehmt uns doch bitte mehr ab. Also das ist schon wirklich eine Verhöhnung der Bevölkerung. Hier mal als Zitat nochmal vorgelesen, der Schlusssatz. Das Ding ist, sie bezahlen Kapitalertragssteuern, die Unternehmen bezahlen hier und da auch Steuern, je nachdem, wo sie halt eben ansässig sind. Und das ist halt wirklich auch nur nochmal so ein Punkt, der sich wieder super toll anhört, irgendwie zusammengewürfelt ist, auch wieder keine Spezifikation auf, was meint man? Meint man jetzt die Privatperson, meint man die Unternehmen, meint man Einkommenssteuer, meint man Vermögenssteuer oder Kapitalertragssteuer? Also wieder nur hingewürfelt. Und dieser ganze Beitrag ist wirklich einfach nur eine Hohn, weil man wirklich alles allgemeingültig irgendwie in die Kamera gerotzt hat und sich hier nicht spezifiziert hat, keine wirklichen Zahlenbeispiele, Rechnungen oder sonstiges vorgetragen hat, sondern einfach nur irgendwas, was man halt aufgegriffen hat, einfach nur irgendwie zusammengefasst, dass man diese Wut und diese Hohn und sowas alles, was jetzt halt wieder in den Vordergrund getragen wird, wieder schüren kann und sich halt eben wieder als tollen Menschen hinstellen kann, der ja schon immer gegen diese reichen Leute war. Wunderbar, auf jeden Fall, wie gesagt, wirklich den Vogel abgeschossen. Das soll es, wie gesagt, dann gewesen sein zu dem Thema. Vielen Dank, wie immer, für die Aufmerksamkeit. Liken und kommentieren nicht vergessen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal und tschüss.